Diese Zellenbetten, ey, mein Rücken. Warte mal, erstmal. So. Okay. Ich glaube, mein Rücken ist wieder in Ordnung und. Was wollten wir hier nochmal tun und warum? Ach ja, richtig. Wir wollten ja in ein Gefängnis einbrechen, um danach wieder aus dem Gefängnis auszubrechen. Wie praktisch, dass wir damit geradewegs in den Zentrum gelatscht sind. Ich würde mal behaupten, absolutes GG. Good game, good job, everyone who's done it. Okay. Wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Maussensitivität ist in Ordnung. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Ich gucke mich aber erstmal noch ein kleines bisschen um. Ja, ich hoffe übrigens, dass hier das Mikrofon jetzt nicht zu viel von Umgebungsgeräuschen mitbekommt. Weil hier... Blödes Mistviech. Weil hier ist gerade so ein bisschen Party am Start und aus... Ich muss sagen, dass ich dem widerspreche. Und zwar tierisch. Warte, warte, warte. So. Fort damit. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Das ist der beste Weg ever. Ja genau, hier ist ein bisschen Party und falls man ab und zu mal eine kleine Bassdrum oder sowas hören sollte von irgendwelchen Liedern, dann bitte ich das dezent zu ignorieren. Dafür kann ich nichts und ich kann das auch leider nicht ändern. Faules Level-Design. Nun denn. So, was damit? And it's gone. Okay. Wir haben hier immer noch unsere Freunde, die hier gerade übelst Terror machen, was ich sehr cool finde. Und wir sind... wir sind auf der anderen Seite. Da haben wir nämlich gepennt. Und deswegen gehen wir jetzt gerade mal hier rein. Gucken wir hier so ein bisschen rum. Aha. Das sieht mir... Ach, guck mal, der G-Man. Die olle Fotze. Die dumme Sau. So, da haben sie Probleme mit den Löwenameisen. Das ist schon mal sehr wichtig. Warte mal. Oh. Oh, Kacke. Ich sehe, wir werden Spaß haben. Aber zuallererst... Hat doch mal Small jetzt. Zuallererst laden wir unser Schild erstmal wieder auf. Oh ja. Und pumpen uns dann auch mit Gesundheit voll. Und dann eine gute alte Shotgun raus. Weil ich bin einfach mal der Meinung, dass hier Close Combat sein wird. Ja. Eher mittlere Reichweite. Und natürlich... Genau jetzt, wenn ich am Aufnehmen bin, genau dann kommen plötzlich WhatsApp-Nachrichten. Das ist Professionalität auf Doom sein Vater. Weg mit dir, du Tür. Ich sagte, weg mit dir. Komm mal her. Komm mal her. Was ist denn da so Schönes drin? Ein bisschen Spaß. Neue kleine Spaßkracher. Yay. Okay, es war keine WhatsApp-Nachricht, es war eine E-Mail. Aber leider hat die gleiche Vibrationsmuster, das gleiche Vibrationsmuster. Hat die gleiche Vibrationsmuster, Hammela. Ja, Sprache, Sprechen und so weiter. Am besten erst denken, dann sprechen. Das hilft im Allgemeinen immer weiter. Egal in welchen Situationen. Erst recht, wenn man dämliche Vollidioten ist oder dämliche Vollidioten in seinem Umfeld hat. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass die dämlichen Vollidioten vielleicht mal anfangen sollten zu überlegen, was
sie da so von sich geben. Ich finde es übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier mal so ansprechen sollte. Passt eigentlich jetzt nicht hier so ins Story-Setting rein. Vielleicht hebe ich mir das Thema mal für später auf. Aber das ist mir halt gerade mal so aufgefallen. Dadurch, dass ich in letzter Zeit, oder beziehungsweise ich verfolge relativ aktiv ein paar Tech-Channels auf YouTube. Was war das? Hauptsächlich sind das amerikanische oder Kanada. Pfui! Weg! Ey! Come here, you piece of shit, you little motherfucker! So. Nach dieser unsäglichen Unterbrechung. Also, ich verfolge hier gerade so ein paar Tech-Channels. Das sind, ja, ein kanadischer sogar. Aber das tut jetzt eigentlich nicht zur Sache. Was mir jetzt aber gerade mal so aufgefallen ist, und das, da dachte ich mir auch so, dass... Anti-Bürger klingt immer noch super. Naja, solche, ich würde mal sagen, Anti-Bürger treiben oder, ja, sind leider in dem Fall, ich nenne es jetzt einfach mal explizit, weil ich eigentlich den Kerl ganz gerne mag oder ich seine Videos zumindest sehr interessant finde und auch sehr informativ. Und zwar ist das in dem Fall Paul's Hardware. Der macht keine schlechten Videos, ne, also es ist halt informativ und in dem See von Tech-Videos, die da eigentlich alle ihren Stuff halt wirklich gut machen, die halt alle verschiedene Sachen abdecken, teilweise auch gleichen Content abdecken, weil wenn GTX 1080 rauskommt, dann muss man sich halt als Tech-Channel darauf stürzen. Das ist eine Verpflichtung. Das ist genauso, wie sich sämtliche Let's Player, wenn ein neues Game rauskommt, erstmal wie die Geier da drauf stürzen. Was, by the way, auch der Grund ist, warum ich noch kein No Man's Sky zocke. Auch wenn ich das sehr gerne würde. Aber... erstens, das Spiel ist leider momentan sowohl total überhated und auch gleichzeitig aber auch wieder von Videos überlaufen. Also es stürzen sich halt sämtliche Let's Player da drauf und dadurch ist halt echt für mich in dem Moment keine Möglichkeit geboten, da halt ein bisschen Content rauszubringen, weil ich einfach keine Reichweite dadurch habe. Kipp um, du Scheißding! Komm her, warte mal, kriege ich dich? Komm her, ich krieg dich doch. Ich krieg dich doch. Perfekt! GG! Nochmal. Das kriegen wir doch bestimmt nochmal hin. Ah! Scheiße. Ja, ja, ja. Wackelst du? Nein, wackelt es natürlich. Es tut es natürlich nicht. Das geht da hoch. Warte mal, kriege ich das vielleicht irgendwie? Verdammt. Verdammt. Heizung! For the win! Nein, komm her. For the... nochmal etwas höher. Yes! Perfekt. So, zurück zum Thema. Paul's Hardware Stream. Ich habe echt die Angewohnheit, Themen zu überspringen, drauf rumzuspringen, wie auch immer. Naja, ich habe, da lief, er hat gerade so einen Stream am Laufen, wo er einen eigentlich echt netten Rechner da zusammenschustert. Mit schöner Wasserkühlung und was weiß ich nicht was allem. In dem Fall zwar eine Corsair H100i, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. X99 Deluxe Mainboard und so ein richtig, also ein richtig schönen 3.500 € Bild. Und mir ist halt aufgefallen, so im Gegensatz zu einem Stream hier bei Deutschen, sage ich jetzt mal, oder ne, zu hier einem eher deutschen Stream, nehmen wir jetzt mal den bekanntesten oder den, ja, interessanterweise auch direkt den, ich will jetzt nicht unbedingt sagen den größten, aber zumindest, damit kann, denke ich mal, jeder von euch was anfangen, den deutschen Stream, der Chat hier bei Gronkh beispielsweise, das ist angenehm, das ist eine Community. Aber gut, da stehen auch jede Menge Mods hinter. Was er in dem Fall halt leider nicht hat. Aber das
Das, was mich halt echt in dem Moment traurig gemacht hat, wo ich mir dachte, ey, nee, das geht nicht. Dieser Chat war das reinste Krebsgeschwür. Der ganze YouTube-Chat, also der streamt wohlgemerkt auf YouTube, der gesamte YouTube-Chat war voll mit Spammern und alle spammen sie irgendeine Nazi-Scheiße. Jeder dritte Spammer pumpt einfach nur so eine riesen Swastika rein, also das Hakenkreuz. Wo ich mir denke, what the fuck? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht gerade von Deutschen kommt. Zumindest hoffe ich das, weil ansonsten wäre das echt traurig. Ich meine, ich würde es den Deppen sogar zutrauen, ne? Aber, oh nein. Friss. Friss. Tot? Cool. Easy. Naja. Also, dieser Chat war halt echt übelster Krampf. Also... Na geil. Alle politischen Häftlinge im Block A7 ausschalten. Na, das ist doch... Das ist mal so GG-Level. Das ist so absolute Overdose, würde ich mal behaupten, oder? Willkommen in der Türkei. Naja. Ja, so sieht wahrscheinlich auch ein Gefängnis in der Türkei aus. Zumindest wenn man den Film glauben mag. Ja, aber ich frage mich echt so, Achso, du bist ja ein Freund, richtig. Mal so die kleine Frage an euch. Habt ihr das auch schon mal irgendwie erlebt, dass ein Chat einfach so voll gekrebst war, dass ihr einfach keinen Bock mehr drauf hattet? Ich meine, Respekt an... Schock mich doch nicht so. Respekt an Paul, dass er das jetzt noch weitermacht. Dass er ja so gesehen einfach eiskalt dann sein Bild da durchzieht, ne? Also absoluten Respekt, muss ich sagen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Eat it. Motherfucker. Sehr gut. Na, so. Aber, ich hab irgendwann einfach nur den Chat ausgeblendet, weil... Nee. Ich meine, YouTube-Kommentare kann man zum Glück schön moderieren, sag ich mal. Kann sagen, okay, das wird geblockt, das wird geblockt, das wird geblockt. Ich meine, ich bin halt irgendwann auch anfangs selber halt hingegangen und hab die ganze Zeit dann die ganze Spammer versucht zu reporten, aber das hilft ja leider auch nur sekundär, ne? Und das ist ja auch so ein Problem. So, ich muss dieses blöde Turret loswerden. Dafür rennen wir jetzt einfach mal. Zack. Zack. Fort mit dir, du Scheißding. So. Okay. Shotgun. Shotgun. I got a shotgun and I will fuck you up. Okay. Am Löwen am meisten regeln. GG. Hört das einfach mal weg, das Ding. Moment. Dummes Viech. So, was du kannst, kann ich auch. Und das kann ich auch. So, haben wir hier noch einen? Sonst noch irgendwer? Das klingt nicht gesund, ehrlich gesagt. Oi. Komm schon, das muss man ausschalten können. Ich will das ausschalten. Warte, warte, warte. Oh, fuck, lebt er noch? Oi. Dude. Still alive? Kacke. Damn it. Zu spät reagiert. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich noch retten. Aber ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Naja, aber ich würde das ehrlich gesagt mal feiern, wenn ihr da mal so drüber diskutieren würdet. Was haltet ihr davon? Habt ihr sowas schon mal miterlebt? Und wie wurde
wie hat in dem Fall dann auch der, den es betrifft, darauf reagiert? Ich meine, ich